Hallo und herzlich willkommen zu Polypony Digital. Und wir gucken uns mal den Trailer an. Interlagos 91. Ja? Der spielt schon seit gestern. Ach, das ist hier... Ah, so. Das ist die Senna-Saga, was ich gelesen hatte, dass man jetzt Senna seine Geschichte nachspielen kann. Vision GT. Ayrton. Gran Turismo 6, The Real Driving Simulator. Ja, damit herzlich willkommen zu Gran Turismo 6, zu dem Let's Play und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, das war das Intro, wie ihr gesehen habt, und wir werden jetzt gleich mal in die Academy reingeschmissen, nur zum Tutorial. Und ja.
Unser Name. Willkommen bei Gran Turismo 6, ja. Gran Turismo bla 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 bla. Einmal der Stefan und einmal der Kawasaki. Z X 14. So. Ja, ich möchte so heißen. So, eigentlich möchte ich das jetzt, was jetzt kommt, nicht vorlesen, denn... Ah nee, doch, ist eine andere Strecke, ist ja Burnt Hatch, das war das letzte Mal Silverstone. Eine perfekte Einstellung, bla bla bla, auf der Rennstrecke gibt es Ihnen die Möglichkeit, eine echte Rennstrecke zu... Ja. Nein, 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 bitte nicht in so einem Kackauto, nein, bitte nicht! Tut mir das nicht an! Und bitte nicht, Idealin ist langweilig. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Testrunde. Aha. Okay. Schauen wir mal, ob mein Lenkrad funktioniert. Da ist das Lied, das ich mag. Ah, das finde ich so geil von Gran Turismo. Ja, treten Sie auf die Bremse, das ist mir schon bewusst, du Idiot. Ach, ich bin doch nicht total blöd. You are the mind, forget what I have now. Entschuldigung. Da ist mir mal durchgegangen. Ach, komm, ja, leg mich doch. Dass er mir mal alles erklären muss, wie ich fahren muss. Ich bin nicht bescheuert. Warum jetzt hier gebremst wird, ist mir auch ein Rätsel. Nee, hä? Ja, Perspektive geändert. Schön. Okay, da ist Hupe. Ah. LOL. Geht sogar hinten der Sp... LOL. Ja, du mich auch. Irgendwie geht mir das so penetrant auf den Sack, ey, das... Dieses Tutorial. Ich finde das irgendwie lustig, dass hinter der Scheinwischer mitgeht. Finde ich irgendwie... stylisch. Hat was. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Naja, immer nirgendwo gegen geknallt. Ist ja auch schon mal was. Zumindest wusste ich dann gleich mal meine. Kann ich eigentlich in die Einstellungen? Nee. Also, nicht in die Einstellungen, die ich brauche. Ist ja schon mal schön. I'm looking for you. Okay, war jetzt nicht schwer. Was für ein Rennen. Hallo? Nein, ich will das nicht nochmal machen. Hier wird gar nichts wiederholt. Abschluss ist erst als Belohnung, kriegen wir ein paar Credits. Toll. Nutzen die Credits, um mein Auto zu kaufen. Ja. Nein. Ich will kein Honda kaufen. Kann ich nicht irgendwo anders noch reingucken? Oh Mann. Bitte nicht, bitte nicht. Oh Mann. Muss das sein? Schwarz, ey. Sonst nix. Showroom. Was haben wir denn hier? Achso, Showroom kenne ich ja. Ja, klar. Autos angucken. Okay, müssen wir ja wohl kaufen. Länge, das interessiert mich nicht. Eine Tonne Gewicht. Hubraum 1,5. Ja, müssen wir ja. Ach, ich will aber nicht. Warum muss ich immer so Kackautos kaufen?
Honda Fit RS 2010. Ein neues Fahrzeug wird geliefert. Glückwunsch zum Erwerb Ihres ersten Autos. Toll. DLP, bla bla, Leistungswiderstand. 300 für die Teilnahme eines Rennens wird ein bestimmter Anteil. Wieder riesige. Ja, klar. Wählen Sie für Auto, Schaltfläche vom Zuhause aus, bla bla. Und dann fehlende Autos. Ach ja, das waren. Nee, hä? Achso. Mhm. Okay. Da kann ich mich jetzt mal so ein bisschen hier umgucken, oder? Hallo? Der interessiert mich nicht, 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 interessiert mich alle nicht. Obwohl doch da, da. Ja, da unten. Oh, den finde ich auch schon geil. Naja, geht so. Langweilig, 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 langweilig. Oh, ein Stealth-Car. So, jetzt wollte ich eigentlich zu Gran Turismo. Aha. Das haben wir. Wo ist der 14er? Der müsste doch auch irgendwo hier dabei. Lol. Aber eigentlich wollte ich. Exakt. Erstmal wollte ich hier reingucken, ob die den haben. Nee, der ist hier nicht drin. Aber dann wollte ich sowieso zu Dinner. Denn die haben mein Lieblingsauto gleich auf der dritten Seite. Oder auf der Seite schon. Ja. Ah, ich freue mich schon auf dieses Auto. Ja. Entschuldigung. Ich bin so hin und weg von diesem Auto. Ich freue mich schon sowas von drauf. Ha, das wird geil. Allein nur mit diesem Auto. Das wird auch cool. Aber die kriegen wir noch nicht. Ja, wir fahren jetzt das erste Rennen in der Anfängerklasse. Das machen wir aber noch nicht, weil wir gucken erstmal hier rein. Aha, ja gut, den kennt man ja schon. Den habe ich ja schon mal gesehen. Volkswagen etc. gibt es überall. Okay. Empfohlene Autos. Achso, ah, okay, so war, ist das zu verstehen. Okay, Tuningteile, was haben wir hier so? Willkommen bei, lassen Sie uns einen beliebigen Blablabla, Mechaniker-Team, Blablabla. Das ist der Autoteilehändler. Wenn Sie die Leistung Ihres Fahrzeugs verbessern möchten, sind Sie hier am richtigen Ort. Jetzt werden Ihre Tuning-Räume. Okay. Was können wir denn alles tunen? Aha. Willst du mich verarschen? Antrieb. Kupplung. Ja gut, das gab es ja vorher schon alles. Leistung. Motorchip gab es auch schon. Den Einlass gab es schon. Das gab es auch schon alles. Das gab es auch. Was? Karosserie. Leichtbau. Das kennt man ja auch schon. Reifen haben wir was. Komfort, Sport. Intermediate, Matsch, Schnee sind eigentlich immer noch die gleichen geblieben. Rennausrüstung, gucken wir mal da. Ja, wir sind eine Rennausrüstung, das interessiert mich rein gar nicht. Habe ich Rennanzüge vorgefertigte? Ja. Gucken, was mir so gefällt, was wir da anziehen. Ja, wenn, dann nehme ich den. Obwohl, das sieht auch schon nicht schlecht aus. Aber... Naja, so einen Sinner will ich nicht. Oh, das sind die... Ah, ja, ja, ja. Den habe ich... Jetzt bin ich dahinter gestiegen. Aber wir sind momentan so... So weiß aus und das sind die Sachen, die wir uns kaufen können. Ah, jetzt hat's Klick-Klack gemacht. Ja, hier können wir uns das Auto anpassen. Das ist doch schon mal schön.
Räder, ja gut, interessiert einen eigentlich gar nicht. Boxenservice, waschen. Ja, das kenne ich auch schon alles. Das ist jedes Mal das gleiche in den Gran Turismo spielen. Kann verbessern, aha. Wiederherstellen. Motor überholen. Aha. Was haben wir denn hier noch? Goodwood. Das kenne ich ja auch. Aber ich würde auch gerne mal in die Einstellung. Einstellung. Ne, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte da hin. Allgemeine bla bla bla, das kennen wir ja schon, Eröffnungsfilm. Ja gut, können wir anlassen. Einheiten, KMH natürlich. Spielername passt. Wireless-Controller habe ich ja nicht, ich habe ein Lenkrad. Simulation, Lenkhilfe aus, Ford Feedback, wie immer, full on. Da kann die Hupe bleiben. Die Scheibenwische. Jetzt muss ich erstmal hier klarkommen. Alter Schwede. Also hoch runter schalten. Das kennt man ja. Pause. Perspektivenwechsel hätte ich gerne da oben auf der Taste. Ich versuch's mir gerade so einzustellen, wie ich das von Formel 1 her gewohnt bin, aber... Ah, Perspektive ändern da. Blick nach hinten? Nein, das ist... Blick nach links. Blick nach rechts. Geist oben. Hier kann man den... Sag schon. Kann man Scheibenwischschaden machen. Nach unten... Ist eigentlich egal. Auf Dreieck. Ja, da kann Handbremse bleiben. Nee, nee, halt, 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 da kommt. Lichtsignal hin. Dort kommt Umschalten. Hatte ich hier, da kommt Kreis ist Handbremse, ja. Dann machen wir hier den Rückwärtsgang rein. Mhm. Muss ich nur kurz gucken. Scheibenwischer, Lichtsignal habe ich. Lachgas habe ich noch keine Taste. Nimm mal rechts für Lachgas. Okay. Sound. Hinter. So. Hintergrund während des. Während des Rennens, genauso. Okay. Kennt man ja. Nee, das will ich sowieso nicht. Anzeigen, Bildschirmgröße, bla bla bla. Kennt man schon, haben wir schon. Netzwerke haben wir auch schon. Okay. Einmal bitte zurück. Fahrzeugeinstellungen, gut, da habe ich jetzt wahrscheinlich eh noch keinen Strahl von. Das muss ich mir mal in Ruhe dann angucken. Und dann geht's zur Anfängen. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Was war das jetzt? Ich muss. Sunday Cup Rennen 1. Okay. Startaufstellung. V.
Fahroptionen gucken wir mal rein. Manuell natürlich. Ah, jetzt habe ich gerafft. Ja. Jetzt habe ich so langsam was hier gerafft. Okay. Okay. Ist Antrieb, Kupplung. Aber wie gesagt, das mit den Settings und sowas, das schaue ich mir online dann mal an.